Nina jagt die Ratte. Die brauchen wir jetzt. Was von da unten? Krass. So, Elvi. Machen wir die Ratte klein. Sollte reichen, oder? Ingo, was machst du? Trainiert Eichhörnchen. Nein. Du sollst das hier mal wegtragen. Dann kann Nina für die beiden Haustiere euch da mal hinmachen. So. Rattenfell ist doch jetzt da. Kann gebaut werden. Und hier fehlt es auch noch an Rattenfell. Dann reißen wir das mal ab. Dann machen wir die automatische Geschütz. Sehr geil. Stopp. Nee, wir machen erstmal. Automatische Türen sind gut. Nee, das wollten wir machen. Mal gucken, was es macht. Geh weg. Danke. Aus Biberfell. So. Nina? Nee, mach's nicht. Du machst das Bett fertig. Und eine Besuchergruppe kommt. Sehr gut. Jetzt könnten wir, glaube ich, sagen. Das ist jetzt schwierig. Ist jetzt richtig schwierig. Ich sage, er soll hier einfach nur herumlaufen. Dann geht's. Nee, nicht. Ach, ist egal. Mal gucken, ob das klappt. Hoffentlich. Und der Parker ist unfertig. Wir mussten noch weiterarbeiten. Toll. Wo ist denn Sepp? Reißtraumschiff ab. Nee, hier. Nähmaschine. Oh, wir haben Käse. Aha. Sehr gut. Aber da fällt mir ein. Den Hightech-Labortisch können wir ja machen. Mache ich. Hol mir einen Käse und zieh mir rein. Nein! Ach, dann ist es halt. Ingo, hast du nicht Lust? Hier? Nee, natürlich nicht.
Hast du nicht Lust? Kein Bauarbeiter. Sepp, hast du nicht Lust? Wenn du von mir. Lass mal, Sepp. Machen wir hier kurzen Prozess mit den Dingen. Dann nehme ich mir den Hightech-Labortisch. Aus Stahl. Oh. Ja. Da müssen wir wohl ein bisschen vergrößern. Scheiße. Dum, 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 dum. Kann ja mal passieren, ne? Ist in Ordnung. Aber Sandstein brauchen wir nicht mehr. Kannst jetzt anfangen, Marmor zu machen. Böden. Metallfliesen. So, jetzt kommt große Frage. Jens? Na klar macht er das. Ha, ich verarbeite erstmal meinen Kotten. So muss es. Jens, du bist noch nicht fertig. Du musst dir noch ein paar Wände einreißen. Und er ist fleißig am Parker herstellen. Wie? Hast du Durst oder was ist da los? Er will erstmal was essen, einen Salat, okay. Und warum sind Viecher hier drin? Meinetwegen. Alle schlafen außer Sepp. Er macht eine Extraschicht. Muss das Ding ja noch fertig kriegen. Vorher mache ich hier nichts. Ach, das ist die Besuchergruppe. Okay. Der macht das jetzt echt fertig, oder? Und fertig. Nice. Stoffjacke. Und Elbi verarbeitet weiter Steine. Und Sepp arbeitet an ein Staubmantel. Und Ingo zieht sich erstmal irgendwas Gegrilltes rein. Und einen Salat noch hinzu. Nina? Sam Muffalo. Willst du nicht die Wand erstmal kaputt machen? Soll ich hier fertig werden? Na komm, den letzten hier noch. Und Sepp schläft. Er hat ja Überstunden gemacht. Er darf. Aber Jens? Oh, jetzt weiß ich was, ja. Da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich nicht Kühlung, eine Heizung bauen. Und dann am besten einen Ventilator hier. In die jeweiligen Zimmer rein. Ingo weiß nicht, was er tun soll. Achso, nee, er trainiert Ben.
kann ich hier schon mal im Boden reinzimmern. So. Und der kann dann abgerissen werden. Da, den wollte ich. Oh, weil der Stuhl da ist. Ingo, kannst du mal kurz... Ist kein Bauarbeiter. Nina trainiert ein Eichhörnchen. Ich. Ist kein Bauarbeiter. Kati. Nein. Elbi. Elbi, mach mir den Hocker weg. So. Jetzt kann ich auch das Stahlding hier hinbauen. Läuft. Noch einen schönen Hocker dahin. Cool. So. Dann kann ja Jens anfangen, hier mal einmal durchzuarbeiten. Nina ist fleißig am Trainieren. Inge macht sauber. Entfernt Tierdreck. Man kann auch hier trotzdem alles auf den 4 setzen. Macht er wenigstens irgendwas. Wenn nichts zu tun ist. Jens. Was? Okay. Jens, du wolltest doch hier machen. Wo bist du? Genau. Wow. Genau wie Nina. Nina geht spazieren. Nein, macht sie nicht. Hier die Wand bauen. Und das Muffalo frisst uns Essen weg. Neue Leute zum Handeln. Perfekt. Mhm. Da will irgendjemand was von mir in Steam. Geht grad nicht. Oh, ein Thrombus. Sehen wir mal. Wenn es schon mal da ist, ne? Und am besten Nina machen. Wo ist Nina? Nina, ich habe eine bessere Aufgabe für dich. Zähm mal den Thrombus. Hier unten sind wir auch fast fertig. So, gucken wir mal schnell. Irgendwas ist. Toll. Jetzt schläft ein Muffalo drin. Und ein Hühnchen. Und nicht die Tiere, die ich eigentlich da drin haben wollte. Läuft. Dann kann ich das ja eh wegmachen. Oh Mann. Dann kann es ja weg, ne? Ganz toll.
Da fällt mir ein. Jens. Red mal, du bist der Einzige, der wach ist. Red mal kurz mit ihr. Will die was von uns? Können wir da was machen? Wo sind eigentlich unsere Schildkröteneier? Genau. Hier. Die schlüpfen bald. Sehr geil. Und hier unten ist immer noch nicht fertig mit Bauen. Jens. Sag mal. Jetzt nicht hier ein bisschen fertig machen. Hier muss auch noch fertig gemacht werden, überall. Sepp. Nee. Mach den Labortisch lieber. Ich will wieder arbeiten. Toll, Ingo. Nimmt erstmal schön den Hinterausgang. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich habe diesmal ein bisschen überzogen, um 2 Folgen. Also so viel zum Thema, ja, hier 20 Minuten Folgen und dann Cut oder so. Nö, irgendwie kriege ich das nicht hin. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.